Ihr habt ja gar keine Ahnung gesehen, ich freue. Nicht euch zu sehen, das wäre gelogen, sondern dieses Spiel hier vor mir zu haben. Thimbleweed Park, nur echt mit wunderschön flüssigem TH. Thimbleweed. Ach, scheiß doch drauf. Das Kickstarter-Projekt von Ron Gilbert und noch diversen anderen Lucasfilm-Mitarbeitern, unter anderem, glaube ich, David Fox. Und zusammen sind sie nicht nur für Monkey Island verantwortlich, sondern auch für Maniac Mansion, was für mich das erste Adventure war, das mich in diese fantastische Welt entführt hat. Und Zack McCracken. Also wirklich die besten Spiele, die zu einem gewissen Zeitrahmen in diesem Genre rausgekommen sind. Von Ron Gilbert, einem der absoluten Genies hinter all diesen Spielen, zusammen eben mit anderen Mitarbeitern gekickstartet worden. Ich glaube, am Ende haben sie, glaube ich, $580.000 bekommen von geforderten 100.000. Das Spiel soll so wirken, wie als hätte man eine Schublade aufgemacht. Ach, da ist ja noch das alte Thimbleweed Park von Lucasfilm Games. Das liegt hier seit 20 Jahren. Jetzt spiele ich es endlich mal. Insofern bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Es ist zwar hier 10 Uhr morgens, wenn ich das gerade spiele. Deswegen, ich muss extra aufstehen. Aufstehen, nur um ein derart schönes Spiel spielen zu können. Schwierig. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, es wird mir trotzdem Spaß machen, trotz des morgendlichen Katers. Ja, viel gibt's nichts zu sagen. Ich würde wirklich gerne einfach mal anfangen. Dann gucken wir uns den Anfang an. Ich selbst, alle hier haben schon gespielt. Ich selbst bin noch total neu in dem ganzen Thema. Ich habe nichts gesehen. Ich habe mir auch nichts mehr angeguckt. Ich habe nur damals den ersten Trailer gesehen. Und der hat mich schon überzeugt, rein von der Optik her, dass es ein Spiel ist, was genau meinen Nerv trifft. Insofern, hoffentlich habt ihr es auch noch nicht gesehen. Wenn doch, dann könnt ihr mir eh nicht helfen, denn wir haben jetzt aktuell keinen Chat. Das heißt, wenn ich verkacke, und das ist zu befürchten, dann müsst ihr einfach mit mir hadern. Ich muss dann einfach sehr, sehr lange an Rätseln hängen und ihr müsst verzweifeln. Das ist unser Spiel. So läuft das mit uns. Ich verzweifle am Spiel, ihr verzweifelt an mir. Später verzweifle ich dann wieder am Chat. Und so ist es, weißt du, Kreislauf. Okay, wir starten das Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich halte auch die Fresse. Bitte auch an die Regie. Das Spiel hat natürlich ein Intro und natürlich auch Sprachausgabe und es hat vor allem einen typischen Twilight Zone Akte X Twin Peaks Flair. Den würde ich ungerne durch meine fiese Hackfresse unten links im Bild irgendwie zerstören. Also achtet ruhig darauf, dass es atmosphärisch bleibt und ich nur dann zu sehen bin, wenn es was zu sehen gibt. Wobei ich euch natürlich recht gebe, da gibt's immer was zu sehen beim Simon. Aber ich stelle mich heute gerne in die zweite Reihe und ein wenig zurück. Denn hier, finde ich, soll Ron Gilbert und dieses fantastische neue alte Spiel glänzen. Dass ich jetzt hier starte. Hier sehen wir schon das Titelbild, ihr hört die Musik. Ganz kurz, eine Sache noch, die ich in den Optionen gesehen habe, die fand ich sehr lustig. Wo war das? Hier war irgendwas mit, was hier? Klopapier vorne oder zurück, ich find's nicht mehr, aber hier war irgendwas, hier, Klopapier vorne. Ich hab keine Ahnung. Aber ich mag's eigentlich lieber, wenn's nach hinten zeigt. Gut, jetzt geht's aber schon los. Viel Spaß. Ach so, naja, natürlich spiele ich den Schwegen-Modus, wobei ich sagen muss, eigentlich dachte ich, es gibt einen gemütlichen und einen normalen. Die Rätsel sind im gemütlichen ein bisschen leichter. Okay, das braucht mir nun wirklich keiner erklären, wie das Scum-Menü funktioniert. Ihr kennt es natürlich auch. Also warum sollten wir uns damit weiter befassen? Thank you.
I fly halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. Bin ich der Einzige, der denkt, dass sich das ein bisschen anhört, als wäre hier Uke, der das synchronisiert hat? Schon ein bisschen komisch. Ah, okay, geht auch mit einem einfachen Rechtsklick. Willy, der Stadtbetrunkene. Jede Stadt, nicht nur in Stephen King-Romanen, braucht einen Willy. Der erinnert mich jetzt, und ich weiß natürlich, dass viele Charaktere recycelt werden aus all den vergangenen Spielen, dass es sehr viele Hommagen und kleine visuelle Gags gibt. Er erinnert mich jetzt direkt an Zack McCracken, an den Penner am Flughafen, dem man ein Buch über den Swami irgendwas gibt und dann wird er zu so einem gläubigen Hare Krishna Prediger. Ich glaube, das ist er. Er sieht auf jeden Fall genauso aus. So, ich höre hier unten jemanden treffen. Ne? Haben Sie jemand gesehen? Sind Sie ein Opfer der schlecht ausgebauten amerikanischen Sozialsysteme? Oder auch einfach, ich muss weiter. Leider kann ich Ihnen keinen Drink anbieten. Er hat ja auch noch eine ganze Flasche. Ich soll hier unten jemanden treffen. Haben Sie jemanden gesehen? I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Aber du hast doch eine ganze Flasche. Man sollte nie mehr trinken, als man in der Hand halten kann. Das ist eine Faustregel. Immer nur so viel Schnaps trinken, wie in eine Faust passt. Sind Sie sicher, dass Sie hier niemanden gesehen haben? Nüchtern Sie sich aus, Sir. Sober up, Sir. I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Okay, offensichtlich ist jemand gestorben. Das wissen wir jetzt schon. Wake up, Sir. Der Penner kann nicht helfen. Ich kann das auch noch 20 Mal klicken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man es sehr lange macht, irgendwas Neues passiert. So stelle ich mir das vor, dass man dann in so einer Schleife hängt. Aber nein, das war zu viel verlangt vom Spiel. Für sowas haben wir keine Zeit, für so ein Kokolores. Wir haben doch nur 580.000 Dollar. Jetzt die Frage, Brieftasche, Schlüssel, Prototyp, Kissenbär. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out and you get a pillow. Okay. Very top secret. Er soll schon so ein Deutscher sein, oder? Er soll so ein bisschen der deutsche Agent sein oder Polizist. Ich habe, wie gesagt, mich null informiert. It has 252 American dollars in it. So, Boris, es freut mich, dass du akzeptierst, dass dies die Lösung ist. Es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen genau. Zu deinem Schutz, lass deine Papiere im Hotelzimmer. Geh zum Fuß unten an der Trestle Trail Brücke. Da bin ich wahrscheinlich gerade. Schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Trestle Trails aus. Triff mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Wenn ihr jemals solche Anweisungen für ein Treffen bekommt, trefft uns am großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Reibt euch schon mal mit Vaseline ein, weil das wird kein feiner Abend. Das ist kein normales Wochenende. Da haben wir ihn ja. Oh, und hier fing auch, wenn ich mich nicht total irre, der Trailer an, der damals zu Thimbleweed Park gezeigt wurde. Und zwar wurde er aus dem Auge, glaube ich, aus einem Pixel rausgezoomt, bis man dann gesehen hat, oh geil, es sieht original genauso aus wie damals. Das Schöne ist ja, es sieht besser aus als damals. Wenn ihr das seht, dieses Parallax-Scrolling, die verschiedenen Ebenen, das war zumindest noch nicht so elaboriert in Spielen wie Zack McCracken zu sehen. Also vielleicht gab es hier und da mal so eine Art 3D-Effekt mit mehreren Ebenen. Jetzt gerade würde ich aber fast sagen, gerade bei Zack McCracken würde ich sagen, nein. Das war alles eine plane Fläche. Aber I wonder if I can use this rock to put out the light. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht sicher. Denn am Ende des Tages ist dieser Stein das Rätselslösung. Rätselslösung. Und wenn ich ihn nehme, findet er sich in meinem Inventar wieder. Von da aus kann ich ihn bisschen benutzen. Nehme, drücke, ziehe, nutze. Nutze, okay. Kann ich ihn benutzen, um diese Lampe auszuhauen. Ich dachte jetzt, es gibt sicher aber auch noch einen An-Ausschalter. Aber warum sich die Mühe machen? There,
I've completed step 3 of the note. Now for step 4. Kanalisationsöffnung. Da. Oh, was? Hallo? Hä? Verdammt! Ein Schatten kam aus der Nacht und hat mich ausgenockt und ich sehe nur noch Pixel. War auf jeden Fall sehr überraschend und schnell. Dramaturgisch fragwürdig. Ja, und hier sind wir jetzt bei Teil 2. Der Leiche, oh Gott, habe ich gerade die Leiche gespielt? Habe ich denjenigen gespielt? Ja, so sieht's aus. Tot ist er. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the home office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body starting to pixelate. This is going to be a long night. Okay, Ray und Reyes und eine starke Female Lead, die hoffentlich auch schon eine Lead hat, nämlich eine Idee, wo es hingeht, wer schuld ist. Bin sehr gespannt, wie das wird. Gefällt mir bisher schon sehr gut. Ich bin direkt drin im Thema und dann wird gleich weiter investigiert, dass die Leiche kracht. Nach der Werbung. Wir müssen kurz Werbung machen und dann sind wir wieder hier. Und dann geht's weiter mit Thimbleweed Park. Bleibt dran, bitte. Deron Gilbert. Wenn der was verspricht, macht das auch. Er hat uns ein Retro-80er-Jahre-Adventure mit Scum-VM, Bedienleiste und dem guten alten Lucasfilm Games Adventure-Genre-Humor versprochen. Bisher hat er delivered. Wir sind hier direkt am Anfang von Thimbleweed Park, seinem neuesten Werk. Hier sind die beiden FBI-Agenten Ray und Reyes. Links ist Ray, wenn ich mich nicht irre. Rechts ist Reyes. Letzten Endes, I don't care. Hier ist die Leiche. Das ist das wirklich Wichtige. Die können wir uns angucken. Wir können sie fotografieren. Und wir haben sogar ein Mobiltelefon. Das finde ich lustig, weil ich war mir nicht sicher, in welcher Zeit Thimbleweed Park spielt. Ich dachte, es spielt sozusagen in der Gegenwart und hatte mich schon darauf gefreut, wie man vielleicht mit dem System von damals ein Smartphone von heute einbettet in diesen ganzen Kosmos. Hier gibt es aber dann doch nur den guten alten Knochen. Insofern hat sich nicht viel getan da. Appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. Let's see here. There's no wallet in his pockets. But I found a card, possibly a key card from a hotel. Ja, denn seine Wallet hat er ja durch den Tipp, den er bekommen hat, im Hotel gelassen. Okay, hier wackelt das Notizbuch. Hier ist es nochmal alles zusammengefasst, was wir gerade schon gehört haben. Da scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein. Unbekannter Herkunft. Das Loch sieht nicht wie eine Schusswunde aus, stammt eher von einem spitzen Gegenstand. Sein Anzug wirkt maßgeschneidert. Möglicherweise europäisches Design. Ja, das ist ganz klar Boss und das ist ganz klar ein Deutscher. Gehe zur Leiche, haben wir alles schon gemacht. Polizeimarke, Notizbuch, Mobiltelefon. It's an instant camera. But there's no film in it.
Ah, okay. Wir sollen ein Foto machen, aber wir haben keinen Film. There's no film in the camera. Ja, gut vorbereitet, würde ich sagen. It's a hotel key card from the dead man. Kurz noch mal gucken, ob er mit der Leiche irgendwas Lustiges machen kann. Better not. I don't want to turn the body over. Kann ich die pieksen? That's the better not. Okay. I don't want to turn the body over. That's the coroner's job. Okay, man kann es natürlich immer mal versuchen. Ah, es wird nicht mal als Person anerkannt. Ich kann nicht mit dieser Leiche reden. Was ist schiefgegangen? Flasche, da ist die Flasche des Penners. That doesn't seem to work. Moment, habe ich nicht mitgenommen? Doch. It's an empty whiskey bottle. Definitely not the murder weapon. Wrong sized body hole. Hier oben rechts sehe ich auch das Icon. Oh, ich sehe, da kann ich die Charaktere wechseln. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Das kennen wir schon. Was hat er hier noch? Polaroid-Film. Ah, deswegen ist das so gedacht. Dass man direkt rafft, wie beide Charaktere miteinander funktionieren. Ich gebe am besten die Polaroid-Kamera an Race. Thanks. Und dann kann er ein Foto machen. It's a sample package of Polaroid film. It only contains one photo. It's an instant camera. Only has one picture left. Smile. Now we can head into town and find the local sheriff. Dead ringer for the body. Oh. Gut, vorher gehe ich aber nochmal nach rechts, denn ich weiß ja, was passiert ist. Deswegen will ich nochmal schauen, ob sich rechts an der Kanalisation irgendwas befindet. Hier ist etwas Seltsames. Das wird it's covered by the underbrush, direkt angeguckt. It's an old abandoned chainsaw. Fool me once, shame on me. Fool me twice. It's an old abandoned chainsaw. Definitely not the murder weapon. No missing body parts. Ja, ich meine, das kennt ihr natürlich, ist von Monkey Island die bekannte Kettensäge ohne Benzin. Das Benzin befindet sich bei Zack McCracken auf dem Mars. Immer noch eins meiner Lieblingsrätsel. Bring, bring, bring. What was that? Violin music coming from the sewer? That old ein tree Geiger in der Kanalisation? Nein. The trail ends here at this huge rock wall. The trail ends here at this huge rock wall. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. Ah, ich dachte, vielleicht kann ich mit dem Notizbuch immer noch Sachen extra aufschreiben, aber that old tree is blocking the grade entrance. Da bräuchte ich jetzt die Kettensäge. Das wäre nicht schlecht. Könnte ich mit der Kettensäge den Baum wegsägen, aber ich habe das Gefühl, als würde die Kettensäge der Enttäuschung ihrem Namen gerecht werden. Es ist sehr interessant. Ich fühle mich jetzt schon ernsthaft zurückversetzt in eine einfachere Zeit. Ah, da gab es für mich als junger Mensch noch nicht viele Probleme, außer wie komme ich hier jetzt weiter und wie schaffe ich es, noch mehr Zeit zum Spielen zu haben? Wie kann ich mit diesem Schulkram möglichst schnell aufhören und anfangen zu spielen? Diese Probleme habe ich heute nicht mehr. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Dass ich mir um Schule keine Gedanken machen muss. Aber es fühlt sich wirklich an wie damals. Crockford's Tuna Heads, the good parts. Still has that fishy tuna head smell it's famous for. Mhm. Ob das mit diesem Fall zusammenhängt? Da liegt noch mehr. Ich sammelte das alte Atari-Modul auf. Es lag einfach so am Straßenrand. That doesn't seem to work. Es schien nicht zu funktionieren. It's the ET game for the 2600. Ja, Klassiker. Davon finden wir sicher noch einige im Laufe des Spiels. Die Pigeon Brothers dümpeln einfach so vorbei. Oh, hier liegt eine Menge interessanter Kram am Straßenrand. Finde ich sehr schön. Kennt man ja, alles mitnehmen. Nie liegen lassen. It's a circus flyer with a crazy looking clown on it. Hm, pretty good makeup though. Hm, mal gucken, ob das später noch wichtig wird oder ob das nur eine kleine Stephen King Derry Referenz ist. Welche Signale? Warum sind sie angezogen wie eine übergroße Taube?
Why are you dressed like a giant pigeon? We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there! But remember, signals are very strong tonight. Aber was haben Tauben mit der Kanalisation zu tun? Why brothers if you're sisters? Dad was expecting to have sons, and it was too cheap to have the van repainted. Oh, soon. Shut up, Emily. Signals are very strong tonight. What signals? The signals. Signals are very strong tonight. Ja, wir haben schon verstanden. Yes, you already said that, but what signals? I'm just screwing with you. Dark night, deserted road, me in a giant pigeon costume. It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Very strong. Sie haben beinahe einen Bundesagenten überfahren. Das ist strafbar. Das ist sehr seltsam. Soll ich jetzt besser den Spielstand speichern? Das war ein netter Plausch. Jetzt muss ich den Sheriff finden und einen Mordfall lösen. This is really odd. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death, yet still be scary and have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. But I'd watch out for the signals. They can be very strong and disrupt the power grid. Aber das Spielen von Adventures hat mich gelehrt, oft zu speichern. But playing classic adventure games has taught me to save often. That was true, up until Monkey Island. At least with LucasArts-style adventures. Then the designers realized that death and dead ends weren't making the game more enjoyable. It was actually making it less fun. Das kann ich bestätigen. Das klingt wie eine sinnvolle Art. Jetzt geht's hier in so eine Meta-Ebene, wo man über die Sinnhaftigkeit von Adventure-Spieldesign redet. That seems like a sensible approach to adventure game design. It is. It just takes a little longer and requires more thought and planning. But it really pays off in the end. Okay, das war echt ein konfuser Meta-Plausch. Den ignoriere ich jetzt mal. You almost ran over a federal agent. That is a felony. Sorry about that. Like I said, the signals are very strong tonight. Do you know anything about the body by the bridge? Why is it whenever a dead body is found, suspicion always falls to the person dressed as a giant bird? It's in the cadet training manual. We don't know anything about a dead body, but the signals are strong tonight. Very strong. Nice chatting with you. I need to find the sheriff and solve a murder. Nice talking to you too. Quack! Squeal! Quack! Beep! Eek! Was? Ich weiß es natürlich nicht, aber irgendwie wundert, also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn die beiden, wenn das, wie heißen die, Lisa oder Linda und Melissa oder so, aus Zack McCracken wären. Die haben ja auch da, haben sie einen Lieferwagen und sind halt damit auf den Mars geflogen. Okay, es ist ein leichter Unterschied zu hier, wo sie als Tauben verkleidet klempnern. It's a plumbing van. Aber man weiß es ja nicht. Es ist alles möglich. Mich würde nicht wundern, wenn alles Referenzen auf irgendwelche bestehenden Universen sind. Die Straße ist ganz schön lang. Geil, 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 geil Stoff. Einfach nur Zeug zum Einsammeln. From a six-pack. You're supposed to cut them up before tossing them. Saves wildlife. Now I just have to find a garbage can. Hier ist der Friedhof. Ich nehme alles mit. It's an empty soda bottle. 5 cent deposit in Massachusetts, Hawaii, California, Arkansas, Idaho, Wisconsin, Nevada. Okay, der Friedhof, ich wette, hier sind einige Gags versteckt. Wobei, jetzt kann ich nichts davon angucken, ne? Gut, dann doch nicht. Das würde sich natürlich anbieten, wenn hier, weiß ich nicht, Charaktere begraben sind aus Spielen, die man kennt. Okay, ich habe verstanden. Es ist ein sehr langer Weg über einen sehr, sehr, sehr furchteinflößenden Friedhof. Das erinnert mich jetzt an Stonehenge in Zack McCracken.
Das war ein unnötiger Weg. Da hätte auch jemand eine andere Grafik designen können, die ein bisschen schneller geht. Nein, das muss natürlich alles so sein. Flowers left over from a funeral. Also tut mir leid, aber es sieht aus wie ein leuchtender Penis. Mit einer ungesund entzündeten Kuppe. Ja, die Blumen lassen wir liegen. Habe ich hier irgendwas, was ich kombinieren kann vielleicht? Das Atari-Modul, der Prospekt, die Ringe, Thunfischdose, Flasche, nein. The heavy rough iron gate is closed. I see a switch inside. Das ist lustig, ich wollte vorhin über Chuck reden, Chuck die Pflanze. Vielleicht ist sie hier begraben. I shouldn't say anything out loud, but seeing Chuck's tomb in person makes me a little happy inside. Na gut, ich nehme an, es soll LeChuck sein und nicht Chuck die Pflanze, aber man weiß. The heavy rough iron gate to the tomb is closed. Und drin sehe ich einen Schalter. Inside. Ja gut, ich nehme trotzdem an, man It kann hier nicht budge. Drücken. The iron gate is way too heavy to move, but I see a switch inside. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, wenn ich irgendeine Verlängerung habe. Nein, ich komme da erstmal nicht hin. Es profitiert schon enorm. Die Stimmung profitiert schon enorm von der Musik und der Sprachausgabe. Dinge, die man damals selten hatte. Und ich muss sagen, rein visuell vermisse ich absolut jetzt schon nichts. Also es ist einfach ziemlich genau so, wie ich es erwartet hätte und von den alten Vorgängern auch in Erinnerung habe. Jetzt ist für mich die Frage, gehe ich zurück hier nochmal hin oder gehe ich zur Stadt? Trestle Trail to Thimbleweed Park, 1.7 miles. Immer schon auch alles absuchen mit dem Cursor. Ich könnte jetzt mit ihr nochmal nach links gehen. I can't reach that. Okay, da gibt's nichts. Gut. Dann gehe ich nach rechts und laufe Richtung Stadt. Wait for me. It says Main Street. It's dark, but I can see there's nothing in there. Willie's Watch and Violin Repair Shop. Thimbleweed County's most exclusive watch and violin repair. We repair watches and violins for the rich or famous. I'm the Thimbleweed Park Sheriff. I don't remember calling the Federinos. That's what you are, feds. Hard to miss the government issue suits. Damn straight, we're the feds. Whoa! Hold your horse-a-rinos! No need to get snippy. Looks like you heard about our little murder-a-rino out by the bridge, huh? There is nothing little about murder, sir. Ignore him. He's new. No sense in wasting everyone's time, Reno. This cutscene is starting to get long, and it's only gonna get longer. Let's find the coroner and get you on your way. Wrestling starts at 8. I hope he's talking about on TV. The coroner is waiting for you in his office. Come see me when you're done. I apologize, Reno, for all the lights being off. We don't stay open as long as you city slickerinos do at night. Even for a murder? Especially for murder. That makes no sense. Are we authorized to shoot people arenos? Ja, Flanders als Cop.
The inscription says, Pillowtronics, the brain of our city. Schluck, 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 schluck. Geil, wenn man den Husten des Vorgängers schmecken kann. Das sind Geräusche. Ich weiß genau, was ihr denkt. Ich kenne jeden eurer widerlichen, schmierigen, sexuell frustrierten Gedanken. Oh, ein Staubkorn, ein Pixelstaubkorn. Das kann doch wichtig werden. Habe ich das jetzt echt mitgenommen? Ich habe einfach einen Staubkorn mitgenommen. It's my speck of dust. Okay, why not? Could come in handy one day. Also, kurz nochmal. I need to stay focused and solve this murder, so I can do what I need to do. Was muss er denn machen? Er hat eine Backstory, davon gehe ich aus. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht kann ich das Foto an sie geben. Whatever. Ja, würde mich auch wundern, wenn es nicht gehen würde. Nee, ich glaube, den Rest brauche ich nicht. Kurz noch mal gucken, einfach nur, weil ich wissen will, was passiert, wenn er trinkt. Da hat die Synchronisation sicherlich Spaß gemacht. Ach, Trinkbrunnen. Waren immer eklig, werden nicht besser. Howdy ho, I'm the Thimbleweed Park Coroner. Das ist doch derselbe. Welcome to the future, who? Ist doch derselbe Typ. Oh, these are the latest in crime-fighting computers made by Pillowtronics, Inc. This is all probably pretty advanced, even for the Fedahoos. Oh, do enlighten us. Ooh, I love your sarcastic humor, who, Agent Ray? It's not humor. There you go again. We're interested in any help your computers can give us. They look marvelous. Yes, happy to explain. So happy to explain, who. Yeah, you might want to take notes. Already on it. Erzählen Sie uns vom Bloodtron 3000. Tell us about the Bloodtron 3000. This is the Bloodtron 3000. Put two bloody objects in and it will match the blood type, printing out a report to who. Tell us about the Fingertron 3000. Right-a-reno, the Fingertron 3000. Insert a fingerprint registry of known criminals and a fingerprint from the murder weapon on fingerprint tape, and it will do a match-a-hoo. Oh, tell us about the Facetron 3000. The Facetron 3000. Or, as I like to call it. Let me guess. The Face-a-reno? No, that's what the sheriff calls it. You city folk-a-hoo, crack me up. Just insert two pictures of an individual and it will verify a positive match. Aren't you the Sheriff Areno? Oh my, no. No who. Well, people say there is some resemblance around the eyes. But we're as different as peas-a-hoos in a pot-a-hoo. Plus, the sheriff has that annoying Areno he adds to everything. You'll never hear me doing that, who? Sure, whatever. Did you use these computers to investigate the Pillow Factory fire? Oh, sure did. Four computers positively showed the fire was caused by the factory guard. No doubt a who about it. Could the computers have been wrong about the fire? Not these computers. Oh, the state-of-the-art a who computers made by Pillowtronics. Absolutely infallible. Isn't there a conflict of interest with Pillowtronics and the fire? Whoa, now! Pillowtronics and its founder, Chuck, are above reproach. Chuck built this town and was a computer and pillow genius. Are the feds looking into this case? It was solved 20 years ago. No, he's just curious. He's a Pillow Factory fire buff. He's got a CompuServe chat room and everything. Fascinating stuff. I think we've heard enough.
This is all very impressive, sir. This should cut hours of our investigation. Go see the sheriff in his office for a full explanation of the amazing Arrestron 3000. I have some paperwork to do a who. Oh, yeah, almost forgot. These Tron machines are fully voice activated, so if you need any information, just talk to them. It's like we're living in the futuristic year of 2017. I hate this town. Let's investigate these Tron machines, then go see the sheriff and get out of here. Ich finde sehr gut, wie man ins Spiel eingeführt wird, wie einem alles ein bisschen erklärt wird, das Ganze mit einem Augenzwinkern, immer mit der Logik auch, also mit der Adventure-Logik, die dahinter liegt, die wird immer nochmal erklärt für die Leute, die vielleicht wirklich zum ersten Mal ein klassisches Adventure spielen. Aber gleichzeitig ist es auch für die Leute, die sich schon auskennen, nicht störend, finde ich. Es ist eine sehr schöne Art, einen wieder in die Vergangenheit zurückzuholen. So, jetzt haben wir nicht viel bisher. Ich weiß, dass ich die Mordwaffe untersuchen muss, habe ich aber eigentlich nicht viel. Ich habe ein Bild, das könnte ich mit dem Facetron eventuell mal benutzen. Insert two photos of an individual. Aber ich habe keine zwei and Fotos. The Facetron 3000 will verify a positive match and print out a report. Ja, das werde ich. Voice activated. Stop reading and start talking. Das werde ich gleich machen, sobald ich im Hotel den Ausweis des Opfers gefunden habe. Kann ich das mit dem Foto vielleicht vergleichen? Finde die Mordwaffe, nimm Fingerabdrücke von der Mordwaffe, besorge eine Analyse des Fingertron, finde die Papier der Leiche im Hotel, besorge eine Analyse, nimm eine Blutprobe, finde einen verdächtigen Gegenstand, besorge eine Analyse, stecke alle drei Analysen in den Arrest-Tron. So weit sind wir noch lange nicht. Chewy Caramel Center. Awarded to Dr. Mort E. Shun by Sheriff Crook. Ja, okay, die Namen sind schon ein wenig zweideutig. It's a medical skeleton. Hallo, please Jan. Return to Dr. Fred. Ah, Dr. Fred, natürlich. It's empty. It's empty. There's a fingerprint kit here. Cool. Das hätten wir also. Fingerabdruckset haben wir gefunden. Das nehmen wir direkt mit. It's very dark and smelly. Kann man hier auch ganz rechts? Nein. Hello again, Agent Arenos. Hopefully the coroner fills you in on our state-of-the-art Areno computers. That's some very serious computing power you've got there. Yes, sir, Areno. It's all state-of-the-art computer Arenos from Pillowtronics. Absolutely infallible. You're also the coroner, right? Oh, my, no. No, Areno. People say there is some resemblance around the eyes, but we're as different as peas arenos in a pot areno. Plus, the coroner has that annoying ahoo he adds to everything. You'll never hear me doing that, areno. The coroner said something about the Arrestron? Yes, the Arrestron 3000. The last step in a fully computerized Areno arrest. The final link in the chain of a guaranteed conviction Areno. Every detail Areno analyzed and verified by computer. Moving on. Right. Sorry, Areno. I get carried away sometimes. This is the big bad boy Areno you've been hearing about. The Arrestron 3000. Just feed three reports from other Tron machines into this, and it issues a 100% Areno valid arrest warrant. Yeah, these machines are the reason we need only one law enforcement officer Areno. Chuck said that computers will soon put us all out of work, allowing for a full life of luxury. Who is this Chuck we keep hearing about? Sadly, Chuck passed away a few days ago. There was a big service out at the cemetery, Areno. Oh, the entire town showed up, which isn't surprising for the hero of Thimbleweed County. We'll talk more about Chuck later. I need to run Areno and check on a disturbance call out at the old circus. Probably that stupid clown Areno again.
Looks like we need to go talk to the rest of the weirdos that live in this town. We should split up. It will be faster. You cooling your heels in the local diner would also make things go faster. If we follow agency questioning protocols, this shouldn't take long. Just don't mess anything up. I want to get out of here as fast as possible. Agreed. Okay, hier ist... Ich glaube, das ist sogar das Wanted-Poster aus Manic Mansion, wo der Meteor gesucht wird. Wanted? Huh? A Meteor? Yes! Wunderschön. Habe ich wieder was entdeckt. Wanted. Pickle Bill and the Cucumber Gang. Wanted. Shady Jane and the Sunshine Gang. Toll. Oh, auch toll. Das ist natürlich das Funkgerät aus Manic Mansion, wo man auch eine Vakuumröhre reinstecken muss. Das kann aber nur Bernhard in Manic Mansion. Der muss die wiederum aus einem Radio ausbauen. Ist eines der Rätsel. Mal gucken, ob das hier auch noch relevant wird. It's a pretty big vacuum tube. Wäre natürlich schön. I might break the tube. Ja und? Mir doch egal. I might break the tube. Na gut. Just a bunch of files. There's a fingerprint book here. Geil, es läuft ja wirklich wie geschmiert. Das läuft richtig gut. Ich habe schon zwei Sets, die ich gleich dann Standard CD-issued desk, mit Fakten but with no drawers. Mit Fakten füllen werde. It's turned off. Den Arrestotron brauche ich natürlich noch nicht, erst wenn ich später alle drei just a bunch zusammen of habe. Just a bunch of files. Just a bunch of files. Scheiße. Das ist so ein bisschen wie der Knast in Zack McCracken. Ich weiß gerade nicht mehr genau, in welchem Land er sich befindet. Zaire? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird man da eingesperrt, auch wenn man mehrfach den Sicherheitscode der Kopierschutzabfrage falsch eingibt. Dann bekommt man auch vom Sheriff eine sehr lange Einführung, wie asozial das ist, den armen Entwicklern ihr wohlverdientes Spielgeld zu klauen, indem man raubkopiert. Fand ich damals sehr schön. I can't reach that. Habe ich mich natürlich aber auch null angesprochen gefühlt. Denn ich habe immerhin das Geld damals investiert für Farbkopien. Also insofern habe ich allein für die Umgehung des Kopierschutzes länger gebraucht und mehr bezahlt, als wenn ich das Spiel gekauft hätte. Es hat nur eine andere Industrie davon verdient. Wieder ein Staubkorn. Das wird noch richtig interessant mit den ganzen Staubkörnern. Die kann ich sicher irgendwann kombinieren. At least they keep the streets clean. No time to talk. We have to fix this slight leak. Can I do anything to help? Well, the Hydrotron's tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC-67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. No time to talk. We have to fix this slight leak. What caused the leak? Well, the Hydrotron's tube is obviously burned out. We could use a new one. Okay, das kennen wir schon. Geht alles auf dieselbe, in dieselbe Richtung. Also wir brauchen die Röhre des computerisierten Hydranten. Einmal noch. Streets closed until we fix this leak. Gotta go. I've got a murder to solve. So sieht's also aus. Wir müssen hier wahrscheinlich helfen gleich. Ah, ich warte noch auf den Schraubenschlüssel, bis hier wieder da ist. Dann klaue ich den. Verdammt, da war doch eben noch ein Schraubenschlüssel. Ich wette, der kommt gleich wieder. Ja! Don't touch our Restaurant 3000. Only someone like me with the proper training can handle it. Na gut. Also hier muss ich später noch ein Rätsel lösen, damit ich hier weiter kann. Das ist jetzt schon klar, die A Street wartet auf mich. Hier brauche ich sicherlich irgendeine Art von... Ach nee, ist gar kein klickbares Item. Na gut. It says, after 34 years of serving the Tri-Thimbleweed County area, we had to close our doors. We should have listened to Chuck. Transistors are a dead-end path. Tubes are the future. Thank you, our loyal customers. Schon lustig, dass der Besitzer der Kissenfabrik und der Besitzer der Computerfabrik hier diese Stadt mehr oder weniger eingenommen hat. At the old abandoned pillow factory. Back soon.
Safely First Savings Manager, Mr. El Paulo. Kann man sowas auch mitnehmen? Nein. No, I don't want to pick that up. Also auf jeden Fall nicht viel los in der Stadt. All boarded up. Not even any wilted flowers left inside. Oh, was, warum wackelt mein Notizbuch? Die Tauben brauchen eine Röhre. Ja, da werde ich mich aber wirklich erstmal sehr viel später drum kümmern. Der Diner. Ich gehe erstmal durch. Einmal durch die Stadt. War es das schon? Das war die Stadt? Das ist die Stadt! Na gut. Gibt ja noch ein, zwei weitere Straßen. Hier werde ich gleich links in die Gasse gehen, vorher aber nochmal in den Diner. Welcome to the S&D Diner. Hey, just so you know, that article in the Thimbleweed Nickel about botulism was a smear job. So, what can I do for you, honey? Oh, wenn ich die Hot Dogs da sehe, kriege ich Hunger. Ich habe irgendwie voll Hunger jetzt. I'm a federal agent. Know anything about the dead body? Not too much, just scuttlebutt from the morning breakfast crowd. And I don't want to get into trouble, especially with a crazy person like him. You're not talking about me, are you? Shut up, Dave! Ach, ist das Dave aus Manic Mansion? Ist das Dave und Sandy oder was? Das wäre lustig, das könnten sie sein, ja? Also Sandy ist die, das Mädchen, das mit ihm zusammen ist und entführt wird von Dr. Fred als Grundlage der Story von Manic Mansion. We're the feds, you can trust us. What else do you know? Okay, honey, but you didn't hear this from me. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. He's been out there since the circus closed down years ago. Never takes his makeup off. He's got serial killer written all over him. It all happened about 9 or 10 years ago. Ransom the Jerk was the featured act at Stupendous Brothers Circus. He was about ready to go on stage and meet his well-earned doom. Big night tonight. Full house after my raunchiest Tonight Show appearance. I really got Johnny good, that little jackwad. It's his own fault for not being able to take a joke. I better get ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed idiots. I just need to fix my hair, put on my makeup and clown nose, find my joke book. My housekeeper does a pretty good job of keeping this place clean. Ransom, I'm glad I caught you before you went on stage. Autographs are $100. Ransom, I'm your business manager and lawyer. I don't want your autograph. Okay, 50 then. I just wanted to let you know that your mistress is waiting at your house in Aspen, and your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did you get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beepholes. Good. Toddlers start out as... It's not my fault they end up that way. Okay, fine. $25. I should have been a dentist. You! Ja, gefällt mir jetzt auch schon sehr gut. Erinnert mich natürlich gerade auch ein bisschen an Krusty. Also eine Mischung aus Krusty und Rick. Aus Rick and Morty. What the hell is this? It's my lawyer's business card. It's an IOU. I, Carney Joe, loan Ransom the clown $1,000 and will hold his joke book hostage until I gets paid. Meanest clown of 1977 and 1970. It's a prototype Ransom the Clown doll. It's a perfect likeness of me. Well, maybe the nose is a bit too big. Ouch! That's tight, but it'll have to do. Glad I only have to wear it for a couple of hours. My hair is all frizzy, and I'm not wearing my special Ransom clown makeup. I can't go on like this. Get your together, clown. Very cozy. My maid changed the sheets today. Ja, ich weiß, was ich machen soll. Was ich noch nicht ganz rausgekriegt habe, ist wie. Wie kriege ich mein Make-up? Wie kriege ich einen Kamm? Wahrscheinlich irgendwo anders, wahrscheinlich irgendwo draußen. Ah, und schon will ich einen Hamster.
Hier im Kühlschrank ist nichts. Diese Türen sind nicht anklickbar. Die Trophäen, was will ich damit? Meanest Clown of 1977. My Circus Poster. Featuring the amazing Ransom the Clown. That's me. Okay, hol mein fickendes Witzbuch zurück. Das ist dann das hier. Hmm. The number of stars nee, over my makeup mirror. The number of fish swimming in Carney Joe's shooting gallery times 4. The number of kids that Carney Joe has. Okay, das wird wohl später für irgendwas wichtig, sobald wir ein Safe oder sowas finden. It's my lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. It's an IOU. Ransom the clown lost $1,000 to me, Carney okay, Joe. Carney Joe, and I will also. Hold his joke book. Ich kann gar nicht. Kann da gar nicht hin. Okay, hier kann man auch nicht weiter. Das finde ich immer sehr angenehm, wenn man in einem neuen Areal ist und dann direkt sieht, ah, es gibt nur einen Ausgang. Es fühlt sich irgendwie erledigt an. You. Ja, erst nochmal nach links gucken. It's fresh out of that crappy popcorn. Must be a huge crowd in the Big Top. Bunch of losers. Just shoot like a man or a little girl. You got my money, clowny? That's Ransom the Clown, asswipe. Okay, you got my money, Ransom the asswipe clown? 1,000 clams or you're not getting your joke book back. Eh, serves you right for playing the duckies. I need my joke book. The crowd's waiting for me. I told you before, you ain't getting it till I get the $1,000 you owe me for the duckies. Plus, $138 in interest. Where the f*** am I gonna get that kind of dough? I have a show to do. $138 in interest, you f***ing loan shark. You are putting a squeeze on me. Not my problem. Give me my joke book, face. I told you before. Okay, das war dumm. Das kenne ich natürlich schon, den Dialog. Plus $138 in interest. Where the f*** am I gonna get that kind of dough? Ich dachte, ich kann es vielleicht abbrechen. $138 in interest, you f***ing loan shark. You are putting a squeeze on me. I don't know, Ransom the asswipe clown. Maybe it's in your hidden safe. Okay, wir wissen also, ich habe einen versteckten Safe. So, how's the old ball and chain and kids, huh? Aufpassen. My wife's doing fine, no thanks to you. And so are the 12 kids. But they still cries themselves to sleep every night after that stare you gave them. Okay, 12 Kinder. Da kann man mitarbeiten. You, I'm out of here. Gewinnen Sie, feine Lederjacke. Money, Ransom, nein, hör auf, mit mir zu reden. Ich möchte mit dir nicht hier reden. No, eigentlich würde ich gerne den Becher aufheben, aber da das HUD drüber liegt, nehme ich mal an, ist das nicht notwendig. Okay, ich weiß jetzt also, es gibt irgendwo einen versteckten Safe, den werde ich jetzt sicher auch finden. Und vielleicht kann ich den sogar schon mit den Informationen öffnen, die ich jetzt habe. Aber vorher gehe ich nochmal nach rechts. I don't have time to leave the circus. I have to get ready for my act. Oh Gott, wir haben nur noch 2 Minuten. Das ist ja krass, die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert. Jetzt muss ich den Safe finden. Ich nehme an, er hat was mit den glänzenden Trophäen zu tun. Oder es ist hinter dem Poster. Ha, es war klar. It's my locked safe where I keep all my money. Hmm. The number of stars over my makeup mirror. The number of fish swimming in Carney Joe's shooting gallery times 4. Ach, the fuck. Number of kids that Carney Joe has. Okay, also 12 ist die letzte Zahl. Mit den Fischen muss ich gleich nochmal gucken, aber wo sind die Sterne über dem Make-up-Spiegel? 0 oder
Ich sehe hier keine. My hair is all frizzy and I'm not wearing my special ransom clown. My hair is all frizzy and I'm not wearing my special ransom clown makeup. Aber noch kurz gucken. The number of stars over my makeup mirror. The number of stars over my makeup. The number of fish swimming in Carney Joe's shooting gallery times 4. The number of kids that Carney Joe has. Das ist komisch, weil ich sehe eigentlich gar keinen Stern. Aber wie gebe ich eine 0 ein bei einem Bandsafe? Na gut, erstmal gucken, wie viele Fische. Come on over. Ah, da, okay. 1, 2, okay, das sind 4, klar. Und das sind auch nochmal 4, also 8. 8 Fische. Okay, aber die Sterne irritieren mich trotzdem noch. Die sind 2x, aber... Ja gut, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen kurz nochmal schauen, ob wir den Safe aufkriegen. Also ich würde sagen 0812. 2 nach links drehen. Sterne, Make-up-Spiegel. Vielleicht meinen die ja das hier. Vielleicht sollen das Sterne sein. Das kann doch keine Sau erkennen. Na gut, ich probiere es mal. Also, ja, oder halt 4 wegen den Fischen. Ich probier's mal damit. Okay, now. So, und jetzt, oh shit, nee, falsch. Okay, obwohl, ah, Moment, wir versuchen gerade nochmal. Well, that didn't work. Ich weiß, wir sind eigentlich am Ende jetzt, aber ich will kurz noch gucken, ob ich dieses Rätsel schaffe. Ich glaube, ich bin da ganz nah dran. Jetzt probiere ich's mal mit 4. Okay, now. Und dann 12, das ist die Anzahl der Kinder. And finally. Okay, falsch. Na gut, dieser Safe wird uns seine Geheimnisse nicht vorenthalten können. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird sich bald uns öffnen. Sowohl sein innerstes preisgeben, als auch einfach uns die fucking Clownschminke geben, damit wir endlich unseren Auftritt haben können und aus diesem Flashback wieder rauskommen. Das aber wird nicht jetzt stattfinden, also in meiner Zeitebene schon, in eurer erst. Gute Frage eigentlich. Morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, man weiß es nicht. Wir spielen ein wenig mit der, mit dem Gedanken, regelmäßig Thimbleweed Park zu spielen. Ich selbst nehme das jetzt am Stück auf. Wann es kommen wird, kann ich nicht sagen. Aber wenn ihr es jetzt seht, dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon, wann es weitergeht. In diesem Sinne, freut euch drauf. Es wird geil. Es ist ein tolles Spiel und ich habe richtig viel Spaß. Ich bin auch schon super reingekommen. Also beim nächsten Mal geht es dann direkt, geht es um die Wurst. Und der Fall wird gelöst, auf jeden Fall. Bleibt dran. Bis dann. Tschüss.